Das hört man ja immer ganz schnell, dass die Leute, heutzutage ist das aber so. Ich glaube, das war früher im Musikbusiness nicht so. Wenn man mal ein halbes Jahr nicht zu sehen ist, dann heißt es immer gleich, Mann, man sieht dich gar nicht mehr. Aber meistens, wenn man mich nicht sieht, dann bin ich arbeiten. Und arbeiten heißt ja bei mir entweder Studioarbeit oder durch die Gegend ziehen und auflegen. Und in diesem Falle war es beides. Und ich bin halt in diesem Jahr sehr viel im Ausland unterwegs, deswegen sieht man mich zurzeit hier nicht, aber ich verspreche, das wird bald wieder anders. Und im Studio sitze ich. Ich bastel am neuen Album und ist eigentlich so gut wie fertig. Und was dabei rauskommt, werden wir sehen. Man wird ja immer wieder gefragt, wie viel Sinn steckt jetzt im Titel und ist das eine Philosophie oder ähnliches. Ich finde das eigentlich ganz passend, dieses Believe in Me jetzt zu einer Art Best-of-Album irgendwie, dass man die Frage stellt, nach 7 Jahren ATW-Musik, glaubt ihr immer noch daran? Aber das Ganze ist eigentlich nicht so ernst gemeint. Also ich möchte jetzt nicht dastehen und irgendwie behaupten oder dass jetzt alle an mich glauben sollen. Also darum geht es nicht. Ich finde das einfach ganz passend, den Titel zurzeit. Ich hoffe natürlich positiv. Ich denke, man hat im Laufe der Zeit, sei es musikalisch oder vielleicht auch persönlich, ein bisschen mehr Selbstbewusstsein bekommen, was einem mit Sicherheit auf der Bühne oder im Studio auch weiterhilft. Ansonsten möchte ich für mich selbst immer irgendwie, so, habe ich so den Anspruch, mich weiterzuentwickeln. Das heißt, live mich weiterzuentwickeln und in den Produktionen. Deswegen versuche ich halt wirklich so von Album zu Album neues Klangspektrum in die Musik zu bringen, produktionsmäßig halt frisch zu klingen. Und ich denke, wenn man jetzt die letzten 7 Jahre ATW betrachtet, dann wird man schon sehen, dass da sehr viele Veränderungen da sind und die wird es mit Sicherheit auch die nächsten 7 Jahre geben. Eigentlich so ein Best-of, da habe ich mich eigentlich immer so ein bisschen gegen gewehrt. Das hat ja auch immer, man hat immer so ein bisschen das Gefühl, so, das war es jetzt, es ist vorbei. Und deswegen haben wir es vielleicht sogar ein bisschen rausgeschoben, aber im Großen und Ganzen habe ich immer gesagt, wenn ich ein Best-of mache, dann möchte ich den Leuten trotzdem noch was bieten. Deswegen ist es nicht einfach nur jetzt alle Titel zusammengeklatscht auf ein Album, sondern es wird auch 6 oder 7 weitere ganz neue Titel geben, unter anderem auch Bearbeitungen von den alten Stücken. Das heißt, es werden Mixe drauf sein von zum Beispiel Let You Go, die halt wirklich völlig neu klingen, also eine neue Interpretation. Und ich finde, das macht dann wieder ein Best-of-Album auch interessant, wenn man die Sachen von damals halt auch dann auf modern oder auf die jetzige Zeit nochmal neu interpretiert. Insofern war das für mich so habe ich mich selbst überredet, okay, mach jetzt mal ein Best-of, aber biete den Leuten trotzdem auch da zusätzlich gleich was Neues, um zu zeigen, dahin geht es auch in Zukunft. Es geht gar nicht darum, was ich erreichen will, sondern ich freue mich einfach darüber, dass ich das machen kann, worauf ich Lust habe. Und für mich ist es nun mal die Musik, sei es die Musik zu schreiben, zu produzieren oder zu präsentieren. Und ich glaube, genau dieser Mix zwischen dem Musikmachen und dem Musikpräsentieren, weltweit, nicht nur jetzt in einem Land, sondern global zu sehen, wie die Leute auf die Musik reagieren, ich glaube, das ist die Ambition. Das macht einfach Spaß. Es ist nicht, ich setze mir keine Ziele, ich möchte jetzt in dem Land wieder Nummer eins oder ich möchte jetzt irgendwelche Positionen erreichen. Das kann man auch gar nicht. Man kann einen musikalischen Erfolg gar nicht planen, weil ich kann mich nicht ins Studio setzen und sagen, so, jetzt mache ich wieder einen Top-10-Hit. Darum geht es mir gar nicht. Ich will einfach weiterhin Musik machen und ich möchte auch, wenn ich 50, 60, alt und grau bin, auch noch irgendwie im Studio verbringen und vielleicht sogar noch meine Musik live präsentieren können. Also es ist schon so, dass man in anderen Ländern, wie man so schön sagt, andere Länder, andere Sitten, man bekommt sehr viel mit. Was ich im Ausland extrem merke und was mich immer wieder natürlich extrem erfreut, ist, dass die Akzeptanz auf meine Musik da wirklich ganz extrem ist und die Leute flippen regelrecht aus.
in manchen Ländern. Und das lässt dann natürlich auch schön willkommen heißen, wenn man da ist. Und aber es gibt schon verrückte Situationen auch. Ich war jetzt in El Salvador gewesen und da hatte ich dann am Ende sogar mal ein bisschen Angst um mein Leben, weil da irgendwie die Security-Situation nicht mehr gestimmt hat. Und dann haben irgendwie 500 Leute sind hinter die Bühne gestürmt und wollten da Autogramme haben. Und dann lief das alles außer Rand und Band. Also da passieren schon auch verrückte Dinge. Aber im Großen und Ganzen macht das trotzdem tierisch Spaß. Auch in den Staaten bin ich wirklich sehr gerne. Da habe ich einige Hochburgen. Da könnte ich jede Woche hingehen und wüsste, ich habe da eine Party. Aber nichtsdestotrotz versuche ich natürlich auch die Basis in Deutschland nicht zu verlieren. Und es ist immer am schönsten, wenn man auch nach Hause kommt und da auch irgendwie die Akzeptanz bekommt, die man sich auch jahrelang erarbeitet hat. Und daran arbeite ich. Ich denke, darum geht es ja auch. Es geht ja auch um die Musik. Und wenn es um den Mensch geht, dann soll es um den Mensch gehen, der, sage ich mal, hinter dem Pult steht oder auf der Bühne und etwas präsentiert. Und ich denke, dass das Private ja nicht so viel Aussage hat, was jetzt die Musik betrifft. Und ich möchte einfach meine Musik, wenn es schon ums Präsentieren geht, ich möchte einfach meine Musik präsentieren und nicht mein Privatleben. Es gibt eine Menge Leute, die können sich nur über ihr Privatleben verkaufen, und ich möchte dazu einfach nicht gehören. Ich gebe wieder viel Gas und ich denke, musikalisch wird es sehr bunt. Wenn man mich die letzten Jahre so beobachtet hat, dann war es ja musikalisch schon immer sehr, sehr verschieden von den Sängern, Sängerinnen und. Und dieses Jahr, wer sich das neue Album dann kaufen wird, der wird hören, da wird es nochmal um einiges bunter und außergewöhnlicher. Insofern habe ich da einiges geplant und es wird noch viele Überraschungen geben. Also ich kann da wirklich sagen, ich bin da sehr glücklich, was den Verlauf so betrifft. Also es ist wirklich nochmal ganz anders gekommen, als wir gedacht hatten. Die Resonanz ist wirklich sehr gut, und vor allen Dingen, was uns persönlich auch freut, ist, dass die Schüler, die da sind, wir nennen sie einfach mal Schüler, ich nenne sie mal Schäfchen, dass sie auch wirklich das erreicht haben oder das für sich erreicht haben, was sie wollten. Und wir haben jetzt sogar schon kleine Erfolge zu verzeichnen. Es ist auch so weit gekommen, wie wir gedacht hatten, dass man wirklich auch Talente herauserkennt. Und wir haben jetzt sogar ein paar Leutchen, die schon ihren ersten kleinen Plattendeal am Start haben. Leute, die zu uns kommen, sich bedanken, danke, endlich kann ich meine Musik verwirklichen oder ich habe mich verbessert. Und genau das war eigentlich unsere Ambition, und deswegen bin ich sehr glücklich, dass wir das so weit erreicht haben. Aber wir werden natürlich nicht aufgeben, wir machen jetzt auch noch Fehler und die müssen wir in Zukunft auch noch ausmerzen, und dann wird das hoffentlich immer perfekter. Es war ja schon erstmal schwer, überhaupt eine Story fürs Video hinzubekommen, weil das Ganze ja auch irgendwie so das Album Seven Years präsentieren soll. Und was dreht man da ringsrum? Und da war natürlich so die erste Idee zu sagen, komm, wir machen mal wie so ein Mischmasch oder so ein wir präsentieren einfach nochmal alle Videos in einem, die es halt bis jetzt in diesen 7 Jahren gab. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele es sind, 13, glaube ich, 13, 14 Videos. Aber wie verpackt man das? Und daraus ist halt diese Story hier im Kino entstanden, dass ich halt mir meine eigenen Videos anschaue, zufälligerweise. Ich komme im Kino vorbei und schaue mir diese Videos alle an und lasse eigentlich diese 7 Jahre nochmal so Revue passieren im Kopf und lasse auch nochmal die ganzen Erinnerungen aufschwelgen, wie man so schön sagt. Und ist halt ich glaube, dass dieses Gefühl soll halt der Zuschauer des Videos dann auch bekommen. Einfach nochmal die ganzen Eindrücke und die ganzen Erinnerungen an die alten Songs auch nochmal zu bekommen.